ist eine Geschichte vom Kampf auf See. Es war November 1939 und der Krieg war erst 2 Monate alt. Der Blitzkrieg in Polen hatte der Welt ein neues Schlagwort und den Generälen einen neuen strategischen Begriff gegeben. Aber auf See waren die Probleme unverändert geblieben. Deutschland konnte sich im Kriege selbst ernähren, England nicht. Wenn die Schiffe, die England mit Lebensmitteln versorgten, versenkt oder lahmgelegt werden konnten, musste England verhungern und der Krieg wäre gewonnen. Um das zu erreichen, besaß Deutschland 3 schlagkräftige Waffen. Die Magnetmine, eine U-Boot-Flotte und die Überwasser-Handelsstörer. Diese besten Taschenpanzerschiffe waren stark und schnell. Es hatte bis dahin noch nie etwas derartiges gegeben. Sie waren die Tiger des Meeres. 10 Tage vor Kriegsausbruch verließ eines dieser Panzerschiffe mit Geheimbefehlen einen deutschen Hafen, fuhr im Schutze der Nacht die norwegische Küste hinauf und passierte unbeobachtet die Dänemarkstraße zwischen Island und Grönland. Dann verschwand es auf dem Südatlantik, wo bereits ein Versorgungsschiff wartete. Monate vergingen, ehe jemand hier einen gefährlichen Gegner vermutete. Bis sich die Zahl der vermissten Handelsschiffe häufte. Arme Afrika, Schelm. Wir sind im Krieg, Herr Kapitän. In meinen Augen ist das Seeräuberei. Mein Schiff befand sich innerhalb portugiesischer Hoheitsgewässer. Beschweren Sie sich beim Kommandanten, beim Kapitän Langsdorff? Ist doch sinnlos. Was soll ich mich jetzt noch beschweren? Sie haben mein Schiff versenkt und meine Papiere gestohlen. Meine Position war genau auf der Karte vermerkt. Ihre Seekarte ist ungenau. Hier sehen Sie es doch selbst. Da liegt die Küste von Portugiesisch-Ostafrika. Wir sind noch innerhalb der 3-Meilen-Zone, nicht wahr? Sehen Sie nicht dort Kap Tabora und den Leuchter von Quetzalcoatl Point? Oder sind Sie blind? Das Einzige, was ich sehe, Herr Kapitän, sind Ihre beiden Rettungsboote, die Ihre Leute in Sicherheit bringen. Sie sind also das Panzerschiff Graf Spee. Achtung! Der englische Kapitän Duff von der Afrika Shell, Herr Kapitän. Warten Sie hier, bis der Kapitän frei ist. Warte. Nun, Kapitän Duff. Sie sind also das Panzerschiff Graf Spee. Ich begrüße Sie, Herr Kapitän.
Mein Friesenoffizier hat mir gemeldet, dass Sie gegen die Versenkung protestiert haben. Sie sagen, Sie seien innerhalb der Drei-Meilen-Zone gewesen. Wenn das zutrifft, bringen Sie mich in Teufels Küche. Für Sie ist das halb zur Welt. Für mich ist es schlimm. Ich habe mein Schiff verloren und alles Übrige. Herr Kapitän, ich weiß genau, dass ich mich innerhalb der Drei-Meilen-Zone befunden habe. Wenn ich meine Seekarte hier hätte... Hier ist Ihre Karte, Herr Kapitän. Bitte zeigen Sie es mir. Jawohl, schauen Sie her. Sehen Sie diese Linie? Das ist doch völlig klar. So kommen wir nie zuran, Herr Kapitän. Sie wollen beweisen, dass ich im Unrecht bin, während ich das Gegenteil behaupte. Ich schlage Ihnen einen Kompromiss vor. Sie geben Ihren Einspruch zu Protokoll und ich bestätige den Empfang. Einverstanden? Ja, das genügt mir, Sir. Bitte. Ein Whisky? Echter Johnny Walker. Vom Dampfer Clement. Ach, Sie haben die Clement versenkt. Zigarette? Sind die auch so erbeutet? Ja, aber die stammen nicht von der Clement. Von der Hansmann. Der Captain von der Hansmann war ein Freund von mir. Ist es immer noch. Wieso? Ist er an Bord? Oh, das gerade nicht. Glauben Sie mir, Captain, ich habe keinen Spaß daran, Schiffe zu versenken. Welcher Seemann tut das gern? Ich führe auch nicht gern Krieg gegen Zivilisten. Bisher haben die am meisten unter dem Krieg leiden müssen. Die Armeen sitzen in ihren befestigten Stellungen und unternehmen nichts gegeneinander. Die Luftwaffen beschränken sich auf Aufklärung und die Marine... Nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich kommandiere ein großartiges Schiff. Ein neues Schiff. Das beste Panzerschiff der Welt. Wir sind schnell. 25 Knoten. Mehr. Ich habe enorme Kampfkraft. 6 28 Zentimeter Geschütze und 8 bis 10 15er. Sie halten aber Ihre Augen offen. Und mein Befehl lautet, Handelsschiffe zu versenken. Und feindlichen Kriegsschiffen auszuweichen. Eins kann man ihm voraus sagen, Herr Kapitän. Vielleicht stoßen Sie eines Tages, ohne es zu wollen, auf einen von unseren Fremden. Sie haben nur 3 Schiffe, die mich schnappen können. Im Hals, Renown und Hund. Ja, auf dem Papier. Die anderen schweren Schlachtschiffe sind dafür nicht schnell genug. Aber viele von unseren Kreuzern sind schneller als Sie. Aber artilleristisch unterlegen. Auf dem Papier. Ich habe aber noch einen Vorteil, Kapitän. Den gewaltigen Seeraum. Es ist sehr schwierig, mich zu finden. Ja, das gebe ich zu, Sir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Ihr Versorgungsschiff Sie jemals finden soll. Kann es auch nicht. Ich finde zu ihm. Ist das nicht genauso schwierig? Die einfachste Sache der Welt, Herr Kapitän. Die Einzelheiten sind geheim, aber die Methode ist dual. Der Ozean ist in Planquadrate aufgeteilt und ich weiß genau, in welchem sich das Schiff an einem bestimmten Tag aufhält. Hm. Hochinteressant. Ich weiß, was Sie sich jetzt überlegen, aber die Karten sind gut verwahrt, genau wie Sie auf Kriegsdauer. Sie sehen also ein ungeheures Jagdrevier vom Nordpol bis zum Südpol. Na, hoffentlich gehen Sie nicht ganz so weit. Ich bin nämlich nicht danach angezogen, Captain. Unser Schneider muss Ihnen was Wärmeres machen. Aha. Also fahren wir nach Süden. Vielleicht. Lemke! Jawohl, Herr Kapitän. Möchten Sie sich gern mein Schiff ansehen? Ja, warum nicht? Ich habe ja ein paar Stunden Zeit. Der Bootsmann wird Sie in Ihr Quartier bringen. Danke, Sir. Wieder
Ja, vielleicht kriegen wir frischen Proviant. Entschuldigen Sie, Captain. Wir haben gerade wieder ein Handelsschiff ausgemacht. Sie müssen Ihr Quartier aufsuchen. Ich bringe ihn runter. Folgen Sie mir bitte. Was haben wir denn da für einen erwischt? Sehr hübsch. Ja, Fähnrichsunterkunft. Sehr nett und geräumig. Hier kommen noch 29 Offiziere rein. 29? Ja, sobald wir unser Versorgungsschiff retten, da übernehmen wir alle gefangenen Offiziere. Na, da werde ich mir mal gleich einen guten Platz reservieren. Wir wollen Sie ja zu Weihnachten an Land bringen. Das ist ja nett. Wann denn? Och, irgendwann. Nur Geduld. Langsdorff sagt, Sie möchten sich umziehen und mit an Deck kommen. Das ist unser Versorgungsschiff. Fleisch, Obst und frisches Gemüse. Und vor allem Brennstoff. Anfangen! Hier, sehen Sie sich mal den Weihnachtsmann an. Altmark. Nicht sehr gut getarnt. Jetzt machen wir das viel besser. Zum Beispiel für Neutrale tarnen wir uns so. Heute heißen wir Deutschland und England. Morgen Admiral Scheer. Die Neutralen melden das weiter und eure Navy hat wieder was zum Nachdenken. Ich bin wie eine schöne Frau. Ein neues Kleid, ein neuer Hut, immer wieder anders. Das wird mein neuer Schornstein aus Segeltuch. Und dort mein neuer Geschützturm aus Holz.
Lieutenant Hurst! Wo ist das englische Buch über internationale Kriegsschiffe? Hier, Kapitän. Ach, der Jane. Ja, ein sehr brauchbares Werk. So wird unsere neue Silhouette aussehen. Ein amerikanischer schwerer Kreuzer? Also deswegen haben Sie die Nummer auf Ihrem Bug gemalt. Da kommen Sie denn damit durch? Zumindest werde ich nicht erkannt, danke. 10 Minuten lang 28 Knoten können manchmal genügen, um sich in Sicherheit zu bringen. Es gibt 2 Dinge, auf die es im Seekrieg von heute ankommt. Guten Nachrichtendienst vom Land aus, sodass man auf alles gefasst ist. Und guten Ausflug an Bord, um sofort zu sehen, was einem gemeldet ist. Übrigens, meinen Glückwunsch, der Bordschneider hat gute Arbeit geleistet. Gar nicht übel. Danke. Sie sollen ja auch einen guten Eindruck machen, Captain. Denn wir übernehmen sämtliche gefangenen Offiziere von der Altmark. So, darf ich fragen, warum, Sir? Ja, die Gaspee wird abgelöst von einem anderen Schiff. Wir haben unseren Einsatz beendet. 3 Monate lang. Wir fahren heim auf Urlaub und ich muss meine Gefangenen mitnehmen. Sie werden Gesellschaft haben. Weg da, Papa. Nur immer mit der Ruhe. Ein alter Mann ist doch kein Gehzug, Junge. Ja, mach schon, Mensch. Hau ab. Jawohl, Herr Bootsmann. Ein Gepäckträger, was? Oh, ist das schwer. Das kann man wohl flüstern. Jetzt muss ich mich wohl langsam fein machen zum Empfang. Na ja. Hoffentlich sind wir bald fertig damit. Freu dich nicht. Drin. Liverpool. Am Deck steht noch ein ganzer Sprung. Hallo. Eine Menge Passagiere. Cardiff. Hier geht's weiter. Los, los, wir müssen den Rest noch holen. Newcastle. Ja, ja, die haben mehr Zeit zu packen gehabt als ich. Immer hereinspaziert. Guten Weg voran, kommt Jungs. Los, verlegt euch schnell in die Ecke. Wir wollen eine gemütliche Ecke. Ja. Hier, setzt euch was. Ja. Rebellion, hier rüber. Rebellion. Hierher, ich habe eine Waffe für uns bewegt. Rebellion, hierher. Oh, ja, aber ich hätte nur mein Koffer verlegen. Oh, jetzt wollen wir eine Waffe hier mit. Der Weg ist noch Plattform. Ja, kommt er hier. Hier, Rebellion, hierher. Hallo. Guten Abend, Captain. Was, einer von uns? Ich dachte, Sie wären Deutscher. Ich bin Captain Duff von der Afrika-Schelle. Endlich mal wieder ein neues Gesicht. Wann sind Sie versenkt worden? Am 15. November. Im Indischen Ozean. Kein anderer bei Ihnen? Nein, seitdem haben Sie kein Schiff mehr versenkt. Habt ihr gehört? Keine Beute mehr seit 6 Wochen. Die werden allmählich Hunger kriegen. Wie sind Sie behandelt worden? Sehr ordentlich. Wie ist denn der Kapitän? Ja, wie ist der Alte hier? Ein feiner Kerl. Nicht so wie der Alte auf der Altmark. Das war ein übler Patron, ein richtiger... Eine schwimmende Hölle. Wochenlang im Laderaum zusammengefecht, nur 4 Wände und einen stinkenden Eimer. Jawohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ach, das wird auch keine Vergnügungsreise werden. Also, so ein Dusel, der Zimmermann hat die Schraubenlöcher nicht abgedichtet. Sehr aufmerksam von ihm. Wissen Sie, solange ich noch allein war, habe ich mich nach Gesellschaft gesehnt. Jetzt bin ich mir nicht so klar. Wir nehmen Fahrt auf. Tatsächlich, wir fahren. Tja, wer seid ihr alle? Halten wir den Appell ab. Hansmann. Jutenbitsch. Ashley. Ashley. Peroa. Trevanian. Alle vollzählig angetreten. Afrika scheint. Wer wird der Nächste sein? Wir sitzen hier drin wie die Ratten in der Falle. Eine fette Ratte. Fangen Sie hier bloß keinen Krawall an. Ruhe, Mr. Shaw. Ruhe alle miteinander. Hier kommt unser alter Bootsmann. Jetzt werden wir erfahren, wenn es diesmal erwischt hat. Meine Herren, das Gefecht ist vorbei. Was für ein Gefecht? Sie ist abgesoffen. Ist ja lang. Gesoffen? Wer hat gesoffen? Nee, Doric Star gesunken. Doric Star? Das ist Stubbs. Die Doric Star ist versenkt, der olle Pott. Vielleicht gibt's jetzt zwischen Proviant. Die armen Kerle, nun mussten die auch noch dran glauben. Armer alter Das wird euch unsere Navy noch heimzahlen. Abwarten. Hoffentlich habt ihr die Kuh gerettet. Habt ihr ewig lang geschossen. Gleich bekommt ihr mehr Freunde hier rein. Noch mehr? Wo sollen die unterkommen? Oh, hier ist noch eine Menge Platz. Augenblick mal. Nur herein. Kommen Sie bitte. Hier herein.
Herzlich willkommen, Captain. Mein Name ist Staff, Afrika-Chef. Captain Stubbs, Dorikstar. Ja, Sie sind uns schon gemeldet worden. Pottinger von der Esti. Hallo, Stubbs. Ah, John Robinson, hallo. Willkommen im Zigeunerlager. Kennen Sie mich noch, Captain Murphy, Terror? Ja, den haben Sie mal zum Bett geholt, hä? Schulden Sie mal einen Aufzug. Zum Packen hatte ich keine Zeit mehr. So geht's, wenn man doch funken will. Ja, mir ist es ganz ähnlich ergangen wie Ihnen. Wir haben Ihnen aber ganz schön zu schaffen gemacht. Ist noch mal gut gegangen, Funker. Kann man wohl sagen. Freut mich, Kollege. Haben Sie Ihr Schiff gekapert? Nein, wir haben uns selbst versenkt. Wieder ein fleischloser Tag. Das war sehr tapfer, aber auch furchtbar leichtsinnig. Beinahe werden Sie mit abgesoffen. Besoffen? Können Sie so passen. Wir haben die Backen für die Kapitäne reserviert. Maschinenpersonal muss unter der Back schlafen. Seife? Dafür war die Zeit zu knapp. Halt, nicht wegschmeißen. Wir haben schon ewig keine Zeitung mehr gesehen. Wo kommt die her? Buenos Aires? Welche Hälfte wollen Sie haben, Stubbs? Können Sie Spanisch? Hier stehen nur Rennberichte. Pferde interessieren mich nicht. Mich auch nicht. Kapitän und Offiziere. Heute ist St. Nikolaustag und Kapitän Langsdorff wünscht, dass Sie den nach Ihrem Brauch feiern. Wir haben noch ein paar Dekorationen hier, die vom letzten Bordfest in wirklichen Friedenszeiten übrig geblieben sind. Mit bestem Gruß von Kapitän Langsdorff. Hier, bitte. Das ist aber anständig vom Alten. Wir haben noch nicht mehr drauf, nur wenn Sie doch aufpassen. Das ist nicht großartig. Ja. Hallo, alle mal auf die Pistenstation. Das Fest ist schon aus, Kinder. Habt ihr das gehört? Schon wieder ein gutes Schiff zum Teufel gegangen. Komische Sache. Interessieren Sie sich jetzt doch für Pferderennen, Stubbs? Merkwürdig. Was denn? Sie wundern sich wohl drüber, wie die Pferde heißen. Südamerika. Da gibt's die komischsten Namen. Das meine ich ja gerade. Alle südamerikanische Pferde. Und trotzdem haben die meisten englische Namen und nicht spanische. In Rio spricht man Portugiesisch, nicht Spanisch. Ajax? Achilles? Mir kommt das mehr wie Griechisch vor als Englisch. Was für Namen haben Sie gesagt? Ajax, Achilles, Salvador, Exeter, Punta Umbria, Cumberland. Das sind keine Pferde, sondern Kreuzer. Ja, selbstverständlich. Achilles ist ein neuseeländischer Kreuzer. Das ist das Südamerika-Geschwader ohne Kommodore Harwoods Kommando. Alles britische Kriegsschiffe oder ein Zufall? Nur ein Zufall. Ah, von wegen Zufall. Deutscher Geheimdienst. Sie meinen, das sind Schiffsnachrichten? Spionage, weiter nichts. Sie haben überall ihre Spione. Wir aber auch. Ach, wir. Und da drin ist versteckt, was Sie melden wollen. Ach, für die Mittelsmänner. Und die melden es der Graf Spee weiter. Und die Graf Spee geht auf anderen Kurs. Hat sie gar nicht nötig. Was können wir mit unseren schwächer bestückten Kreuzern gegen einen großen Pott wie die Spee ausrichten? Gegen 28 Zentimeter Kaliber. Das wird vielleicht auch noch mal anders. Achilles, Ajax, Exeter. Wir haben so wenig Aussicht auf die zu treffen, wie auf eine Nadel in einem Heuhaufen. Kopf hoch, Stubbs. Drei Nadeln in einem Heuhaufen. Medley! Sir? Signale nach Achilles und Exeter. Lagebesprechung heute 11 Uhr. An Bord Flaggschiff.
Setzen Sie die Abgangszeit drauf. Ei, ei, Sir. Sind die Karten vorbereitet? Jawohl, Sir. Alles klar. Gut. Signal, Gast. Signal an Exeter. Flaggschiff signalisiert, Sir. Signal vom Flaggschiff. Vom Flaggschiff, Sir. Bobby, ich brauche gegen 11 den Kutter. Der Geschwaderchef will eine Kommandantenbesprechung auf See abhalten. Fast wie der alte Nelson. Signal an Achilles. Leo? Sir? In einer halben Stunde muss ich zur Ajax übergesetzt werden. Jawohl, Sir. Endlich mal wieder eine Gelegenheit, den Kutter zu Wasser zu bringen. Jawohl, Sir. Hoffentlich säuft er nicht ab. Wenn er das tut, lassen wir die Kuttergäste nach Neuseeland zurückschwimmen. Haben Sie eine Ahnung, Sir, was der Kommodore mit uns vorhat? Wo er doch jetzt über 3 Schiffe verfügt? Einseitig für ganz sicher, Sir. Jetzt gibt's Fahrübungen. Das wird uns gar nicht schaden, glaube ich. Nicht wahr? Signal, Matt. Sir. Behalten Sie das Flaggschiff ja im Auge. Ja, Sir. Wie ich den Alten kenne, werden wir es bald genau wissen. Pult, Jungs! Wir wollen uns doch nicht von den Neuseeländern schlagen lassen! Exeter, Sir. Hallo, Bill. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Sie kennen Joe Woodhouse? Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Seit dem tollen Fußballspiel in Twickenham nicht mehr. Ja. Ich lasse Sie zwei lieber nicht allein. Sonst verrät er Ihnen noch meine sämtlichen Missetaten, als ich noch als Kommandant auf der Exeter fuhr. Ja? Achilles, Sir. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Perry. Guten Morgen, Woodhouse. Morgen, Perry. Okay. Kennen Sie Perry schon? Freut mich. Guten Tag. Nun, wie machen sich Ihre Neuseeländer, Perry? Das sind 500 Individualisten. Okay. So? Haben Sie die Liste wegen der Reparaturen und Ersatzteile für die Exeter schon an den Stützpunkt weitergeleitet? Nein, noch nicht, Sir. Wieso noch nicht? Ich bedauere, sie ist noch nicht vollständig. Sie wird aber heute erledigt. Wenn sie vollständig ist, bitte mit dem nächsten Handelsschiff weiterleiten. Jawohl. Fangen wir an. Nehmen Sie Platz. Bitte bedienen Sie sich, meine Herren. Danke sehr. Ich habe den etwas ungewöhnlichen Weg beschritten, meine Herren, Sie hierher zu bitten, um Ihnen meine persönliche Beurteilung der Lage mitzuteilen. Ich habe diese Konzentration vor der Mündung des Rio de la Plata befohlen, weil ich Nachrichten über die letzten Standorte eines deutschen Handelsstörers erhalten habe, der im Südatlantik operiert. Bitte sehen Sie sich die Karte an. Die Admiralität hat in Erfahrung gebracht, dass dieses Panzerschiff, es kann sich um die Admiral Scheer, die Graf Spee oder die Deutschland handeln, am 21. August aus Kiel ausgelaufen ist. Sie hatte ihr Operationsgebiet schon vor Kriegsausbruch erreicht. Bis zum 30. September hat sie keinen Angriff unternommen. Der Grund liegt auf der Hand. Hitler dachte, dass England und Frankreich nach dem Fall Polens Frieden schließen würden. Dann ging's aber los. Am 30. September versenkte sie die Clement auf der Höhe von Pernambuco. Sie lief anschließend sofort in den Mittelatlantik, wo sie zwischen 5. und 10. Oktober die Newton Beach, Ashley und Huntsman versenkte. Und wieder hat sie schleunigst dieses Gebiet verlassen, kreuzte vor der Westküste Afrikas und versenkte die Trevanion. Und dann lief sie auf der Suche nach neuen Jagdkunden ums Kap in den Indischen Ozean. Vermutlich um die Schiffsrouten zwischen dem Kap und Indien-Australien zu stören.
Hier wurde ein kleiner Tanker versenkt. Die Afrika Shell. Hier, im Kanal von Mosambik. Dann ist sie wieder umgekehrt, denn vor ein paar Tagen fiel ihr ein Blue Star Dampfer zum Opfer. Die Doric Star. Hier. Da es ihr nicht entgangen ist, dass die Doric Star noch in letzter Minute um Hilfe gefunkt hat, wird sie versuchen, so schnell wie möglich auch aus diesem Gebiet zu verschwinden. Also, nach meiner Meinung gibt es für sie nur drei Möglichkeiten. Und zwar erstens, sie läuft wieder in den Indischen Ozean zurück. Zweitens, zurück nach Deutschland, auf dem Kurs, auf dem sie aufgelaufen ist, durch die Dänemarkstraße. Oder drittens, bevor sie die Rückreise antritt, kommt sie nochmal in unsere Gewässer rüber auf Besuch. Da ist sie nämlich schon längst fertig, um auf die südamerikanischen Getreide- und Fleischtransporter Jagd zu machen. Und mein Gefühl sagt mir, gerade das wird sie tun. Wenn sie also, wie ich aufgrund der Meldungen vermute, nach Rio läuft, darf man annehmen, dass sie heute früh, am 12. Dezember, dort eintrifft. Und wenn sie von dort hierher weiterläuft, zum Rio de la Plata, dann muss sie in 24 Stunden hier sein. Also morgen. Ja, morgen. Meine Aufgabe ist die Vernichtung des Feindes. Also heißt es angreifen, ob bei Tag oder Nacht. Sie ist bekanntlich sehr viel stärker als wir. Deshalb werden wir, sobald wir sie sichten, mit Höchstgeschwindigkeit auf Schussweite an sie herangehen und sie sofort zur Feuerverteilung zwingen. Ajax und Achilles werden gemeinsam operieren. Exeter greift alleine an. So können wir die Feuerkraft des Feindes zersplittern und unser eigenes Feuer besser beobachten. Ich wünschte, ich hätte die Cumberland. Ihr stärkeres Kaliber könnte ich gut brauchen. Aber sie liegt noch im Dock und kann es in 10 Tagen zu uns stoßen. Also, bereiten Sie Ihre Leute darauf vor, dass in den nächsten Tagen viel von Ihnen verlangt wird. Und sorgen Sie dafür, dass Ihre Schiffe in jeder Beziehung einsatzbereit sind und die Kampfkraft durch nichts beeinträchtigt wird. Wir werden also Übungen abhalten nach besagter Taktik, und zwar für Tag- oder Nachtkampf. Medley, wo steht die Sonne? Hoch über der Saling, Herr Kommodore. Dann her mit dem Gin. Sagen Sie dem 1AO, er soll jetzt den Horizont absuchen. 1AO? Rund um den Horizont absuchen. Verstanden. Steh Sie. Sir? Schärfe einstellen. Dorset. Dorset. Schöner Tag. Aye, aye, Sir. Wir werden gute Sicht haben. Mensch, hab ich einen hübschen Traum gehabt. Wie heißt sie denn? Oh, es war keine Sie. Die Traumtöppe hier wird nicht gequatscht. Stell dir vor, von dem habe ich geträumt. Von dem? Ja. Ich wohnte im Ritz-Hotel in London. Na und? Und unser Obermann war der Portier. Ich habe ihn im strömenden Regen nach dem Taxi geschickt. Und als es da war, sagte ich nur, Gefahr ist mir zu kackig, mein Lieber. Holen Sie mir ein anderes. Gute Zeit. 4.50 Uhr, Sir. Nette kleine Brise. Es wird ein wunderbarer Tag. Guten Morgen. Was ist denn da so gut dran?
Zündung ein. Zündung ein. Benzin an ein. Benzin an ein. Gashebel ein. Gashebel ein. Kontakt. Kontakt. Da geht sie auf. Die gute alte Sonne. Heute ist der große Tag. Ja. Herr Kapitän! Ja, also? Nichts in Sicht. Danke. Kann fix zwei Wache wegtreten, Sir? Warten wir ab, was das Flaggschiff macht. Wir haben jetzt volle Sicht, Sir. Nichts zu sehen. Alarmstufe 1, Sir. Gut, Herr, Kriegsfreiwache wegtreten. Bootsmann der Wache? Sir. Lassen Sie Kriegsfreiwache wegtreten. Aye, aye, Sir. Flaggschiff meldet. Auf Alarmstufe 1 gehen, Sir. Kriegsfreiwache wegtreten. Jawohl, Sir. Hornist! Hier, Sir. Geben Sie Signal zum Wegtreten. Aye, aye, Sir. Frei nach Shakespeare, möchte ich sagen. Die Iden des Dezember sind nun da. Ja, Cäsar, doch noch nicht vorbei. Hm. 6:10 Uhr, Sir. Ja. Ich bin in meiner Kajüte. Aye, Sir. Halten Sie scharf Ausguck. Aye, aye, Sir. Besonders nach dem Flaggschiff. Aye, aye, Sir. Ich gehe mal unter Deck, mich ein bisschen frisch machen. Aber Augen offen halten. Besonders auf den Geschwaderchef. Heinrich, berechnen Sie mal, wann heute Abend der Mond aufgeht. Soll ich Ihnen die Unterschriftenmappe nach dem Frühstück bringen, Sir? Ja. Leo? Sir? Melden Sie mir sofort, wenn was gesichtet wird. Aye, aye, Sir. Werft mir ja die Augen gut auf. Aye, aye, Sir. Also, ihr habt's ja gehört. Alle Ausguckposten besetzt, Sir. Danke.
Rauchfahne. Peilung rot 100. Rauchfahne, Peilung rot 100. Herr Kapitän. Ja? Rauchfahne an Backbord, Peilung 100. Danke. Herr Kommodore, Rauchfahne an Backbord, Peilung 100. Was? Jawohl. Die Exeter soll aufklären. Aye, aye, Sir. Signal, was? Sir? Signal an Exeter, Rauchfahne rot 100 aufklären. Aye, aye, Sir. Dienst auf Nordkurs. Aye, aye, Sir. Neues Signal vom Flaggschiff, Sir. Aha. Haben Sie Reparaturliste abgeschickt? Ein Rauchfahner britisch, gebt Liste an Bord. Verstanden. Schon wieder die Reparaturliste. Das wird unseren alten Fuchsen. Sir, können Sie die Aufbauten sehen? Sieht aus wie ein Panzerschiff. Sie müssen sich mal die Augen auswaschen, Swanson. Das ist das vierte Panzerschiff, das Sie seit Sonntag gesehen haben. Ja, Arschloch. Herr Kapitän, würden Sie bitte an Deck kommen. Ich kann den Gefechtsturm sehen. Ganz genau. Bin noch auf dicken Pötten gefahren. Davon reden Sie dauernd. Na, können Sie ausmachen, was es ist? Zu viel Dunst, Sir. Klarste Sicht, Sir. Gehen Sie mal rauf, was Sie von dort ausmachen können. Aye, aye, Sir. Exeter signalisiert, Sir. Signal 5. Feind in Sicht, Feind in Sicht. Bordflugzeug klar. Hab's ja gesagt. Ein feindliches Panzerschiff. Das ist was Neues. Das höre ich heute zum ersten Mal. Diesmal wird es ernst gesehen. Geben Sie Alarm. Befehl an Maschine, alle Kesseldampf auf. Alle Kesseldampf auf. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Beide Maschinen große Fahrt voraus. Herr Kapitän, ich glaube, die Schier ist Backbord quer ab. Alle Mann auf Gefechtsstation, geben Sie Alarm. Hornig, laden Sie klar Schiff zum Gefecht. Topflaggen setzen. Aye, aye, Sir. 28 Knoten. 240 Umdrehungen. Backbord 20. Backbord 20. Ändern Sie Kurs 40 Grad auf Gegner zu. Backbord 20. 28 Knoten. Kursgab 28. 010 Umdrehungen. Signaldeck Topflaggen setzen. Funkspruch an Admiralität von Geschwaderchef Südatlantik. Eröffne Gefecht mit Panzerschiff. Geben Sie unsere Position durch. Ähnlich unsere Position. Los, weg mit dem verdammten Ding. Signalwart, große Fahrt. Ruhe setzen. Reichweite Feuererlaubnis. Geben Sie durch an alle Stationen. Wir eröffnen Gefecht mit Panzerschiff. Aye, aye, Sir. Sehen Sie, Graham. Da ist sie. Ich mach mal die Runde durch alle Stationen. Meine Herren, der hat die ganze Wäsche vorgeheizt.
fein gemacht. Die Geschützbediente der Fünften gehen auf Station. Sie bringen schon Granaten an Deck. Jetzt sehen Sie nicht mehr der Siegesgewinn aus. Was habe ich euch gesagt? Niemand hat hier auf den richtigen Gegner geschossen. Hoffentlich ist das einer von unseren dicken Kotten, der auch diese Konservenbüchse in Schluppen. Ja, und uns mit. Tja, das vergesse ich immer wieder. Das war voll drin. So nah ran, wie es geht. Aber behalten Sie das Flaggschiff im Auge. Jawohl. Uhrzeit? 6.18 Uhr, Sir. Wir haben Ihr Feuer gut verteilt. Sie schießen aber sehr genau. Ihre erste Salve lag schon deckend. Spannt lieber einen Regenschirm auf. 1 AO an Brücke. Wir eröffnen jetzt Feuer. Wir eröffnen Feuer, Sir. Gut. Was mit den Wasserbomben auf dem Achterdeck, Sir? Wenn wir eine reingewichst kriegen, fliegt unser ganzes Heck in die Luft. Kann ich sie abwerfen? Ja, weg damit. Achterdeck, klar zum Katapultstart. Flugzeugplattform, klar zum Katapultstart. Torpedowaffe klar zum Einsatz. Danke. Wir werden bald in Reichweite sein. Danke. Ich kann den Kommandanten nicht verstehen. Wozu läuft er in unseren Schussbereich, wenn er es nicht nötig hat? Eine Salve! Gut gemacht, Jungs. Wir öffnen Feuer, Sir. Endlich. Feuer, Sir, öffnen Feuer, Sir. Aus maximaler Entfernung. Aber nicht mehr lange, Sir. Ändern Sie Kurs nach Steuerbord. Aye, aye, Sir. Steuerbord 20. 1 AO. Sir. Ich werde jetzt jedes Mal nach den Einschlägen hart abdrehen. Achten Sie auf Ruderlagekommandos. Aye, aye, Sir. Kapiert, W.O.? Jawohl, Sir. Hoffentlich kapiert es der Feind nicht auch. Mitschiffs. Artillerie, Feuererlaubnis. Wir eröffnen jetzt Feuer, Sir. Recht so. Los, klar zum Start! Was, jetzt? Wir schmuggeln uns zwischen den Salven raus. Da haben wir aber nur 10 Sekunden Zeit. Mit einer 28er Granate hinter uns schaffen wir es in 6. Wir werden schon merken, wenn Sie uns treffen. Sehen Sie? So frechte wie Maurice, bist du fertig? Dann hilf mir mal runter, bitte. Oh. Das tut gut. Sehr witzig. Gib den Herrschaften einen Preis, eine Tüte Nüsse oder eine Zigarre. Was riecht hier so komisch? Fliegerbenzin. Weg mit der Zigarette, du Idiot! Das Bordflugzeug hat einen Treffer gekriegt. Steht genau über uns. Jetzt hat sie sich eingeschossen. Sei ruhig, bitte. Jetzt geht's los. Wenn das Benzin in die Luft geht, dann brennen wir zu Asche. Wie Ihr Yorkshire-Pudding. Was haben Sie daran auszusetzen? Du, Bob, wenn ich auf einer Seite gar bin, dreh mich rum, ja? Gegner in der Kurs auf uns zu, Sir. Das passt uns rein. Sie konzentriert jetzt Ihr Feuer auf die Exeter, Sir. Was? Teufel noch eins. Auf uns haben Sie es aber abgesehen. Volltreffer, die Farben lassen, Sir. Löschkommando nach vorn. Feuerlöschkommando her! Wer ist denn das? Der da nach vorne rennt. Sieht aus wie Morse. Geben Sie überall durch, dass wir es dem Feind genauso feste geben wie er uns. Jawohl, Sir. B.O. Volltreffer, bei Exeter, Sir. Im vorderen Geschützturm. Leo, ändern Sie Kurs! Leo!
Signal mal! Rudergänger! Rudergänger! Handruder besetzen! Handruder besetzen! Morgen! Obermarkt Jones! Roper! Wie steht's, Roper? An die Kräfte! Auf die Brücke! Na, Bobby? Großes Feuer im vorderen Matrosendeck, aber wir werden damit fertig. Und Geschützturm B? Ausgefallen, fast alle tot, Volltreffer abbekommen. Die Brücke hat ja böse erwischt. Wenn es weiter brennt, Munitionskammern fluten. Heißt ja. Kann ich hier was helfen, Captain? Hier gibt's eine Menge Arbeit für Sie, Herr Pfarrer. Los, beeilt euch, schnell, schnell. Ich gehe zum achteren Feuerleitstand. Jawohl, Sir. Bitte mal da. Was soll das? Tut mir leid, aber der Kommandant braucht eine Kopfbedeckung. Nehmen Sie Ihre Ausgehmütze. Kommen Sie, Roper. Wie steht's denn, Tom? Geht schon, Herr Pfarrer. Wir werden Sie gleich ins Revier bringen. Der Junge daneben, der ist schlimmer dran als ich. Völlig in Rauchwolken und Flammen verschwunden. Hätten wir nur ein halbes Dutzend Zerstörer. Der letzte lag ziemlich dicht bei der Brücke. Geht's noch, Kamerad? Ja. Hallo, Smith. Ach, die Brücke ist hin. Ich gehe auf den achten Leitstand. Jawohl, Sir. Geht's denn hier? Fast die ganze Torpedo für die Notoder der Verbundene, Sir. Haben Sie Ersatz? Ja, sind an der Arbeit, Sir. Alle Sprechanlagen sind ausgefallen, Sir. Werde das Schiff von hier aus führen. Reiselkompass? Ausgefallen, und Sir. Den Bootskompass? Jawohl. Holen Sie einen aus dem Backbordkutter. Einen hier rauf und einen zum Handruder. Wie wollen Sie über drei Decks Ihre Befehle zum Ruderraum übermitteln, Sir? Lassen Sie eine Kette bilden, aber schnell. Jawohl, Sir. Meine Herren, die feuert ja wieder. Mit den beiden anderen Türmen. Das ist ja toll. Ich soll mich bei Ihnen melden, Sir. Ja, mich. Verflucht, was ist das? Entziehen aus dem kaputten Flugzeug. Wir wollen das Mistchen gerade über Bord schmeißen. Na, ab dafür. Noch so ein Treffer und wir brennen wie eine Wunderkerze. Ich habe den Mast abgelöst, Sir. Bleiben Sie bei mir. Weg war das, Sir. Sie übernehmen die Navigation. Jawohl, Sir. Mein Läufer gibt Ihre Befehle weiter. Halten Sie sich bereit, Roper. Achilles ändert Kurs, Sir. Jetzt behakt Sie Achilles mit Ihren 15 Zentimetern. Ja. Der Grund mit Ihren 28ern ein. Gehen Sie lieber ein paar Minuten nach Steuerbord ab, dann wieder zurück auf alten Kurs, ehe sie sich auf uns eingeschossen hat. Gut, Leo, Steuerbord 15. Hey, Schlag daneben! Rück an Artillerieleitstand! Rück an Artillerieleitstand! Wo hat sie erwischt, Mr. Watts? Meine Beine! Die Beine! Rück an Artillerieleitstand. Jetzt das andere Bein, Sir. Ach was, dem fehlt doch nichts. Doch, Sir, da ist ein Riesenloch drin. Ach du Schreck, das habe ich gar nicht gemerkt. Artillerieleitstand ist ausgefallen. Nein, stimmt nicht. Hallo, Brücke. An Kommandant. Wir sind gleich wieder klar. Aber schickt uns Sanitäter. Komm mal her, Herr Richard. Nur ein paar kleine Reparaturen. Halt mal still, habe ich gleich. Geschützturm A feuert nicht mehr, Sir. Wie steht's mit Turm X? Turm X feuert noch. Jennings steht oben drauf und leitet das Feuer von dort. Gut. Captain, der Gegner läuft direkt auf uns zu. Backbord 10. Bitte,
Mitschiff! 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 Ganz nette Dusche, Sir. Ja, angenehmer als verbrennen. Dass Sie keine Mütze haben? Beobachter am Achilles. Einschläge liegen kurz. Ja, stimmt was mit eurem Aufsatz nicht. So, hören Sie mich. So. Shaw heißt er nicht, Sir. Rogers, Sie übernehmen für Shaw. Drum ist das Feuer eingestellt, Sir. Wollten Sie mich sprechen, Sir? Ach ja, Eddie, wie steht's bei Ihnen? Maschinen und Kessel sind an Land, Sir. Kann man von unten nicht behaupten. Gegnernähe sind schnell, Sir. Und alle unsere Waffen ausgefallen. Exeter verändert Kurs nach Steuerbord, Sir. Sie hat Schlagseite nach Steuerbord. Wie ist das im Ruder gelaufen? Welche Entfernung? 16.000. Rahmen den Feind, Boothaus. Ich pfeife auf die ganze Taktik. Wir müssen das Feuer von der Exeter ablenken. Auf die Entfernung können wir den Burschen ebenso gut mit Schneebällen bombardieren. Ganz recht. Direkt auf ihn zu, Rio. Signal an Achilles, Geschwindigkeit 30 Knoten. Gustav 3-0. Signal an uns. Pfeif auf Gustav 3-0. Wie weit noch? Halt ins Wurzel. Gib's mir den Eli. Sie dreht heran, um der Exeter den Rest zu geben. Los, Woodhouse, mit Höchstfahrt anlaufen. Eli, hol das letzte aus. Jetzt will er uns fertig machen. Jetzt bleibt mir nur noch eins übrig. Wenn er mir die geringste Chance gibt, dann ramme ich den Burschen. Jawohl. Dann wären wir zwar erledigt, aber die Spee auch. Und nur darauf kommt's an. Entfernung jetzt nur noch 10.000, Sir. Gut. Alle Waffen, Feuererlaubnis. Hat Steuerbord. Sonst alles okay? Ein paar neue Ventilationslöcher haben wir gekriegt. Ein bisschen zugig hier. Sonst alles okay. Uhrzeit 7.40 Uhr. Wir müssen uns von hier absetzen. Drehen Sie ab und dann nebeln. Ja.
Steuerbord 30. Steuerbord 30. Nebel. Nebel. Meldung von Exeter, Sir. Alle Geschütze ausgefallen. Sind noch seetüchtig. 7:32 Uhr. Muss ziemlich übel zugerichtet sein. Ob sie es noch bis zu den Falklandsinseln durchhält? Hallo? Hallo, Bunker! Ja? Ich habe noch 4 Torpedos in den Backbordrohren! Raus damit, sobald sie ein Ziel haben! Jawohl, Sir! Meldung vom Flaggschiff, Sir. Anfrage, ob wir es noch bis zu den Falklands schaffen können. Antwort: Ich schaffe auch Plymouth, wenn befohlen. Noch was? Sir. Ja. Bitte um Erlaubnis, Reparaturliste jetzt revidieren zu dürfen. Sir. Bitte um Erlaubnis, Reparaturliste jetzt revidieren zu dürfen. Isabel! Wenn überhaupt jemand, dann schafft ihr es. Signalgast. Entlassen Falklands. Gute Fahrt. Eiser. Die Exeter ist erledigt. Kampfunfähig muss sie aus dem Gefecht ausscheiden und dreht ab, um zu versuchen, den nächsten britischen Stützpunkt auf den Falklandsinseln zu erreichen. Die Graf Spee ist im Kampf gegen einen dreifachen Gegner auch angeschlagen worden. 37 Tote und 57 schwer und leicht Verwundete hat sie an Bord. Die Kombüse ist durch einen Volltreffer zerstört und kann keine warme Verpflegung liefern. Glaubt ihr, es ist vorbei? Seit 10 Minuten wird nicht mehr geschossen. Kommt mir wieder 30 Minuten vor. Ich habe auf meine Uhr gesehen. Warum haben wir bloß unsere Mützen aufgesetzt? Unkenntlich. Statt Stahlhelme. Ich möchte verdammt gern wissen, was los ist. Glaubt ihr, unsere Pötte sind versenkt? Nicht anzunehmen. Wenn es so wäre, würden wir sich so abrausen. Was mag sie nur vorhaben, ne? Eins ist sicher, sie hat es nicht auf uns abgesehen. Wir dürfen sie auf keinen Fall aus dem Auge verlieren. Ich sterbe vor Hunger. Sieh doch mal nach, ob du was zu essen findest. Warum gehst du nicht selbst? Was? In dem Zustand? Na gut, ich sehe schon nach. Sieh mal, das ist ein Riesenloch in der Decke. Was? Was sieht ihr das an? Es scheint nicht viel passiert zu sein. Ich habe ein paar Kratzer bekommen. Herrschaft, da haben wir aber noch Schweigert. Das muss den Decksbalken getroffen haben. Ja, sonst wären wir allesamt erledigt. Wer hat gesagt, die Spee hätte unsere Pötte versenkt? Die geben ja ganz schön Saures. Sie geben uns Saures, meinen Sie? Ich wollte, ich wäre lieber bei unseren Jungs. Ich möchte auch lieber da sein. Ich werde mal die Lage peilen. Hier, hilf mir mal meinen Kopf. Ich will mal sehen, was passiert ist. Hatten Sie nicht vorhin Toast bestellt, mein Herr? Na, Captain, wie geht's? Nicht verletzt? Los, was da drüben, Mann. Jetzt langsam aufschieben. Na, Captain, also, können Sie schon was sehen? Sie sitzen los. Aus, an Deck. Stopp, das geht! Ich kann das war der vordere Geschützturm. Die ist noch nicht erledigt. Das bedeutet, kommt mir nicht zu nahe. Wir sollten mal den Kurs ändern, Sir. Ja. Steuerbord 10. Steuerbord 10. Wenn es dunkel ist, laufen wir näher ran und geben ihr den Rest. Sie muss immer vor der untergehenden Sonne bleiben. Dann hebt sie sich scharf gegen den westlichen Horizont ab. Mitschiffs. Und wir bleiben im Schutze der Dunkelheit. Hört ihr? Sie kommen, um sie zu erledigen. Meinen Sie, Sie können das Licht wieder in Gang bringen, Herr Lee? Nein, das achte Kabel muss unterbrochen sein.
Wie wär's mit den Dekorationen von vorhin? Ja, da war noch am Jungs dabei. Glänzende Idee. Hat er dann Streichholz da? Hier. Sollen wir sie jetzt anzünden oder für später aufheben? Vielleicht brauchen wir sie später nicht mehr. Den hier werde ich für meinen Schutzengel anzünden. Sie geht runter auf langsame Fahrt. Ja, das stimmt. Was meinst du dazu, Peter? Sie hat gestoppt! Ja, sie hat gestoppt! Und warum? Langsdorff lässt im Dunkeln unsere Pötter an sich vorbeisausen, macht kehrt und läuft wieder auf See hinaus. Und morgen früh ist er weit draußen auf hoher See. Aber wenn wir nur was dagegen unternehmen können. Achtung! Weitermachen! Herrschaften! Für Sie ist der Krieg vorüber. Wir liegen jetzt im Hafen von Montevideo! Donnerwetter, wie ist das möglich? Und deshalb lässt Ihnen Kapitän Langsdorff durch mich bestellen, dass Sie, da wir jetzt in einem neutralen Land Uruguay sind, dass Sie aufgrund der Genfer Konvention alle miteinander morgen freigelassen werden! Was Sie wollen. Ich weiß, ich bekomme es doch nicht, ob der Lange hat. Sie un momentito, por favor. Hoga. Oh. Für Mike. Senor Mike, aber es geht nicht. Alle Leitungen besetzt. Alle Zeitungsreporter aus Buenos Aires, Rio Santiago wollen ein Zimmer hier. Zeitungsreporter, die sollen in der Gosse schlafen. Das sind Sie gewöhnt. Ich möchte NBC, CBC, ABC. CCC. Ich brauche sämtliche Sender. Hier wird Geschichte gemacht und das muss ich berichten, und zwar als Augenzeuge. Coca, seien Sie doch nein, nett zu Onkel Mike. Nein, Senor lachen Sie das. Coca, so, nicht, und dann Senor muss Mike. Ich es oh, Santa Maria, Senor Mike, Sie, nicht. Leider kann ich Euer Exzellenz augenblicklich nur eines versprechen. Ich schicke eine Kommission von Fachleuten an Bord Ihres Schiffes, Kapitän Langsdorff, die die Schäden begutachten sollen.
Alles klar. Seine Exzellenz, der britische Gesandte. Verehrter Herr Dr. Guani. Verehrter Millington Bray. Die Regierung von Uruguay, die ja für ihre demokratische Überzeugung bekannt ist, wird sich doch an das internationale Recht halten und die Graf Spee für die Dauer des Krieges internieren, oder wie? Seine Exzellenz, der französische Geschäftsträger. Monsieur Desmoulins, Eure Exzellenz, vermutlich wieder eine Note. Aufgrund der Bestimmungen der Haager Konvention. Ach, die viel zitierte Haager Konvention, bitte, mein Herr. Artikel 17 lautet, Kriegsschiffe kriegführender Nationen dürfen in neutralen Häfen nur Reparaturen ausführen, die zur Wiederherstellung der Seetüchtigkeit notwendig sind. Und dürfen in keiner Weise die Kampfkraft des Schiffes vermehren. Es ist vielleicht Euer Exzellenz bekannt, dass die Graf Spee seit dem Gefecht schon wieder 300 Meilen gelaufen ist. Und wie geschwind? Mon Dieu, elle a couru comme un lapin. Mein Herr, seit Mitternacht habe ich bereits 3 diplomatische Noten von dem deutschen Gesandten erhalten, 2 von dem englischen und 2 von dem französischen. Wir sind nur ein kleines, schwaches Land, das sich die schwere Last der Neutralität aufgeladen hat. Ich bitte Sie, machen Sie sie nicht noch schwerer für uns. Verzeihen Sie mir bitte die Frage, aber glauben Sie, Sie werden Ihre Entschlüsse auch durchsetzen können? Die Entschlüsse Ihres Landes? Und darauf kommt es an? Und wohin sind die Geschütze der Graf Spee gerichtet in diesem Moment? Nicht auf den Feind, oh nein, alle auf die Stadt Montevideo. Force majeure, mein lieber Guani, force majeure. Monsieur Desmoulins, Mr. Millington Bragg, in unserer kurzen Geschichte hat mein kleines Land schon viele Drohungen überlebt. Drohungen bekommen uns ausgezeichnet. Jedes Mal, wenn wir bedroht wurden, sind wir wieder einen Schritt vorangekommen. Wir sind einfache Menschen. Wir sind nur 2 Millionen Einwohner. Wir verstehen wenige Dinge. Nur Recht verstehen wir. Gesetze verstehen wir. Drohungen werden wir nie verstehen. Sehen Sie mich an. Ich bin nicht groß. Aber ich habe 2 Millionen Köpfe. Das ist eine Mikrofonprobe. Wie hören Sie mich? Hallo New York, hallo New York. Hier spricht Mike Fowler aus dem Hafen von Montevideo. Hey Pop, wach auf, alter bekloppter Gaucho. Hören Sie uns? Manolo sagt nein. Na Mensch, dann. Hey, hombre, ¿qué hacen ustedes aquí? Alle Wenches, fuera aquí, con todos, fuera. Manolo sagen, wir müssen rausscheren uns von Manolo. Sag ihm, ich mache eine Reportage über die Graf Spee für die ganzen Vereinigten Staaten. Sag ihm, von hier aus könnte ich am besten sehen. Sag ihm, wir haben die Erlaubnis von der Post. Hallo, sag sie. Hallo, New York. Hallo, New York. Hier ist mein Kind. Jetzt bin ich in meiner Partie. Manolo, er sagt, wir haben keine Erlaubnis für ihn. Sag ihm, er wird berühmt dadurch. Seine Kneipe, sein Lokal wird berühmt dadurch. Sag ihm, alle Amerikaner werden hierher kommen, um die Graf Spee zu knipsen. Hallo, New York. Hallo, New York. Hier spricht Mike Fowler aus Montevideo. Manolo, er sagt, Engländer werden versinken, Graf Spee, bevor Amerikaner hier sind. Und er können verdienen viel Geld jetzt. Und 4 Männer können trinken an dieser Tisch. Vielleicht 6. Sag ihm, er kann mir alle halbe Stunde 6 Whiskys herbringen, solange ich hier bin. Sag ihm die Dollars. Hallo New York, hallo New York. Cambia media hora. Sí, tiene que seguir. Pero cada quarto de hora. Hallo New York, hallo New York. Señor Mike, 6 doppelte Whiskys, alle Viertelstunde. Okay, und er muss mir gratis die Flaschen liefern, wo ich ihn reinkippen kann. Ich trinke nicht bei der Arbeit und ich will doch keinen so guten Whisky wegschütten. Er einverstanden? Das glaube ich. Der wird sich dabei schon schadlos halten. Hallo New York, hallo New York. Hey, Pap, wach auf, wir machen hier Geschichte. Después de la gran batalla que se fue en el río, era por la...
meine Güte, eine Demonstration. Antibritisch? Ganz im Gegenteil. Das sind Freiwillige, die uns ihre Hilfe anbieten wollen. Das ist Sache der Nachrichtenabteilung. Wo ist Ray Martin? Mr. Martin ist unten am Hafen. Der Marineattaché aus Buenos Aires ist bei Ihnen. Ich glaube, Sie haben sich bei einem Schiffshändler etabliert. Mit Falltür, Radio und Fernrohr. Wahrscheinlich auch noch Dolch und Maske. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe Sie gerade anrufen lassen. Captain McCall. Guten Tag, Herr Gesandter. Ja? Ja, Ray Martin ist hier. Er sagt, auf der Straße vor der Gesandtschaft wimmelt es von Freiwilligen. Sie sollen einst vor allem die Namen notieren. Wir werden jetzt die Grad Spee ununterbrochen im Auge behalten, Sir. Und von diesen Freiwilligen kann vielleicht schon jemand eine Liste aufstellen. Übrigens machen wir das schon. Auf Wiedersehen, Sir. Sieht's bei Ihnen zu Hause auch so aus? Passen Sie doch auf. Sehr rätselig scheinen Sie auch nicht zu sein. Dieser verfluchte Fischkutter muss sich natürlich dazwischen schieben. Nanu, irgendwo ist hier in der Barkasse? Ach, mein alter Freund Langmann, der deutsche Gesandte, macht bei Kapitän Langsdorff einen offiziellen Besuch. Dieser Langsdorff scheint mir ein sehr ordentlicher Mann zu sein. Ja, ist er auch. Ich habe ihn gerade im Rohr. Was? Darf ich mal sehen? Der hat sich einen Bart abgenommen. Was ist denn? Britische Schiffsoffiziere. Ein ganzer Haufen davon auf dem Achterdeck. Was? Dann waren also während des Gefechts britische Gefangene auf der Graf Spee. Montevideo habe ich schon einiges Land gemacht. Drüben das Piano vor 2 Monaten gelegen. Gleich daneben ist hier die Kneipe von Gonzalo. In die Barkasse, mein Herr. Ich will doch ein kaltes Land. Captain, Captain Langsdorff möchte Sie gern sprechen. Ja. Bitte treffen Sie näher, Captain. Herr Kapitän? Herr Kapitän? Kapitän Duff ist hier. Er soll reinkommen. Ja, Kapitän. Moment, please, Kapitän. Nun, Kapitän Duff? Nun, Kapitän Langsdorff. Freut mich, dass Ihnen nichts passiert ist. Vielen Dank für alles. Sie haben uns viel Gutes erwiesen. Ich möchte Ihnen von Herzen alles Gute wünschen. Danke. Grüßen Sie mir bitte die anderen auch. Ich lasse Ihnen frohe Weihnachten wünschen. Jawohl. Hier. Mützenbänder von 2 Matrosen, die im Gefecht gefallen sind. Zur Erinnerung. Ich danke vielmals. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wenn ich mir die Frage erlauben darf, Sir, was ist passiert? Tja, wir sichteten 2 Zerstörer und ein 3. Schiff. Und erst als wir näher kamen, merkte ich, dass es sich um Kreuzer handelte. Mittlerweile waren wir schon mit ihnen im Gefecht. Ich konnte ihr Verhalten nicht begreifen. Sie kämpften wie Zerstörer. Sie griffen immer wieder an. Ich hielt es für unmöglich, dass sie das ohne die Unterstützung von schweren Einheiten wagen würden. Ich nahm an, dass sie mich in den Feuerbereich von größeren Schiffen treiben wollten. Würden Sie mir wohl Ihren Namen sagen? Ja. Die Ajax, die Achilles und die Exeter. Das kann nicht sein, Woodhouse, das kann nicht sein. Es stimmt aber. Artillerieleitstand, meldet Kreuzer mit 3 Schornsteinen. Das ist die Cumberland. Es
Geschehen noch Wunder. Ob Wunder oder nicht, Sir, wir können sie gut gebrauchen. Henker hat sie das geschafft, in 35 Stunden 1000 Meilen zu laufen. Signal, Mann. Moment, mein Sohn. Signaldeck. Signal an Cumberland. Wie sind Sie so schnell hierher gekommen? Cumberland antwortet, Sir. Ja. Victor. Au. Otto. Wo? Richard. Vor. Anton. Vor. Heinrich. Vor. Ab. Vor Hannover! Ach, ja. Vor On va peut-être dîner demain. Vous êtes libre? Je serai enchanté de vous voir. Toujours vous et la père Lady Effie. Très bon. Capitaine Langstorff. Halt là. Lassen wir doch die Formalitäten, meine Herren. Exzellenz sind ja über alles unterrichtet. Darf ich noch mal zusammenfassen? Gestern früh hat auf der Höhe von Punta del Este ein Seegefecht stattgefunden. Und zwar zwischen dem deutschen Panzerschiff Admiral Graf Spee und den drei britischen Kreuzern Exeter, Ajax und Achilles. Dieses Gefecht ging für das deutsche Panzerschiff erfolgreich aus. Es wurde beobachtet, dass der britische Kreuzer Exeter völlig zusammengeschossen wurde. Die beiden anderen britischen Kreuzer setzten sich ab. Die Graf Spee erhielt einige unbedeutende Treffer und lief daraufhin... Das stimmt nicht, Exzellenz. Nein? Nein. Die Graf Spee hat schwere Beschädigungen davongetragen. Sie ist nicht seetüchtig. Tja, ich beziehe mich auf die offizielle Verlautbarung Ihrer eigenen Regierung, herausgegeben vom Deutschen Nachrichtenbüro. Am heutigen Tag um 13.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Aber Euer Exzellenz wissen doch, dass im Krieg der offizielle Nachrichtendienst auf vieles Rücksicht nehmen muss. Auf die Reaktion beim Volk, auf die Stärkung des Kampfgeistes und... Kapitän Langsdorff, wie beurteilen Sie die Beschädigungen Ihres Schiffes? Meine Kombüsen sind zerstört. Ich kann meine Leute nicht verpflegen. Im Übrigen haben Sie ja eine technische Kommission an Bord geschickt und ich habe denen nichts verheimlicht. Ich habe deren Bericht. Wie lange, glauben Sie, werden Sie brauchen, um wieder seetüchtig zu werden? Nach meiner Schätzung 2 bis 3 Wochen. Mindestens 2 Wochen. Meine Kommission schätzt 48 Stunden. Was? Allein in den Aufbauten sind 24 Treffer. 25. In Anbetracht dessen hat meine Regierung beschlossen, die Frist auf 72 Stunden zu verlängern. Damit Ihr Schiff, die Admiral Graf Spee, wieder seetüchtig wird. Diese Frist läuft Sonntag, den 17. Dezember um 8 Uhr abends ab. Aber gemäß den Bestimmungen des Artikel 17 der Haager Konvention ist es verboten, Reparaturen vorzunehmen, die den Zweck haben, die Kampfkraft des Schiffes zu erhöhen. Dagegen muss ich energisch Protest erheben. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Sir. Können wir ablegen, Sir? Ja, bitte. Vorderleine los, Achterleine los, ablegen.
Guten Tag, Sir. Hallo, McCall. Freut mich, Sie wiederzusehen. Sie kennen ja Woodhouse. Freut mich sehr. Medley, meine Stabsoffizier. Ja, freut mich sehr. Guten Tag, Sir. Morgen, meine Herren. Harwood, ich kommen Sie, wir gehen nach Achtern. Also, McCall, Sie müssen verhindern, dass die Spee ausläuft. Was? Aber wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, Uruguay zu veranlassen, sie rauszuwerfen. Tja, das müssen Sie jetzt einfach wieder rückgängig machen. Sie müssen sie hier festhalten. Aber wie kann ich das jetzt noch, Sir? Das müsst ihr wissen. Versuchen Sie es mit allen Mitteln. Sie werden schon einen Ausweg finden. Alles ist recht. Hören Sie mal zu. Meine drei Schiffe genügen nicht, um sie sicher niederzukämpfen. Es hat lang genug gedauert, sie zu stellen. Und diese Flussmündung ist 100 Meilen breit. Wenn sie uns nun wieder entwischen sollte, und das ist möglich, leicht möglich. Ich habe am 13. sehr großen Dusel gehabt. Es ist nicht gesagt, dass sich das wiederholt. Verstehe schon. Die Admiralität hat eine Konzentration vor Montevideo befohlen. Herr Medley, zeigen Sie mal die Karte. Verband K, Renown und Agrol. 600 Meilen östlich von Pernambuco. 2500 von hier. Sie werden in Rio bunkern müssen. Sonntag, Montag, Dienstag, ja? Vor Dienstag sind Sie keinesfalls hier. Die Neptun und der Verband X sind noch weiter weg. Die Dorsischer ist Mittwoch aus Kapstadt ausgelaufen. 4000 Meilen zu dampfen. Sind Sie. Sie dürfen sie nicht vor Dienstag hier rauslassen. Tja, dann werden wir uns die Arbeit machen. So ist recht, McCall. Lassen Sie den Kutter klar machen und holen Sie meine Golfschläger. Der arme Milligan Drake, der wird weinen, wenn ich den Rückwärtsgang einschalte. Was macht er denn? Er ist unübertrefflich. Er heizt Ihnen in einem fort ein. Marineminister, Außenminister, Präsident. Er quält Sie halb tot mit der Hager Konvention. Donnerwetter, ja. Campos Risi, Guani. Noch vor ein paar Tagen habe ich mit Campos und Luisi Golf gespielt. Apropos Golf, sehen Sie sich das mal an. Sind das Golfschläger? Die kann man bloß noch als Zahnstocher gebrauchen. Eine Granate hat sie alle geköpft. Tolle Leistung, nicht? Schützenkönig würde man dafür bei uns zu Hause werden. Lassen Sie sich nicht vom Hafenkommandanten wegen Schmuggeln festnehmen. Sagen Sie ihm, in ein paar Wochen bringe ich ihm eine Flasche Gin. Sie wissen, dass die südamerikanischen Staaten die ganze Flussmündung als Hoheitsgewässer beanspruchen. Alles, was zwischen Punta de Medanos und Punta del Este liegt. Ja, ich weiß. Angenommen, die Grabspee versucht einen Durchbruch nach Buenos Aires. Werden Sie sie aufhalten? McCall, ich verstehe zum Beispiel nicht viel vom Reiten, aber eins weiß ich. Man nimmt die Hindernisse nicht eher, als bis sie da sind. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Und viel Erfolg. Entschuldigen Sie, Sir. Ein FT für den Commodore. Danke. FT an die Admiralität vom Commodore Südatlantik. Verzeihung, Sir, aber ich glaube, der FT ist nicht korrekt. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ich glaube doch, Sir. Doch nur FT an die Admiralität, was stimmt denn da nicht? Sie haben gesagt vom Commodore Südatlantik. Aber ich bin doch noch Commodore Harwood, oder nicht? Nein, Sir. Sie sind Konteradmiral Sir Henry Harwood, Kommandeur des Marsordens. Meinen herzlichen Glückwunsch, Sir. Sir. Ach du meine Güte. Was haben Sie? Schlechte Nachrichten? Man hat mir ebenfalls den Barsorden verliehen. Und Perry und Bell auch. Schön sehen wir aus. Ein Kommandeur und ein Ritter vom Orden des Bades und dabei haben sie uns die Badewanne kaputt geschossen. Dann kann ich meine Laufbahn als Marineattaché an die Wand hängen. Na, wenn schon. Sind Sie sich klar darüber, dass Sie mir zumuten, ich sollte für Ihre eigenen schiefen Sachen... Guten Morgen, Euer Exzellenz. Er ist dran, Mr. Milton Drake. Danke, Miss Shaw. Würden Sie uns bitte allein lassen. Seine Exzellenz, der britische Botschafter in Buenos Aires. Achtung, Feind hört mit. So, jetzt geht meine Berufsehre flöten. Was ist mit deiner
Nein, McCallister, Sir. Ach, Sie sind's, ja? Wir sind in einer Zwangslage, Sir, wegen der Graf Spee. Vorsicht, McCall, Spionagegefahr. Ich weiß, Sir, aber es ist sehr dringend. Ich habe gerade über den Admiralitätscode gehört, dass zwei unserer Großkampfschiffe... Sie wahnsinnig, McCall? Ich hänge auf. Sir, lassen Sie mich ausreden. Hier geht die Dringlichkeit über die Geheimhaltung. Was? Dringlichkeit über Geheimhaltung? Na gut, also weiter. Besagte Großkampfschiffe werden innerhalb der nächsten Stunden Bahia anlaufen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, Sie Bahia Blanca, um zu bunkern. McCall! Sie werden gerade noch mit Ihrem letzten Tropfen hinkommen. Hören Sie auf, hören Sie auf! Sie sind aus begreiflichen Gründen mit Höchstfahrt zum Rio de la Plata gelaufen. Komplett wahnsinnig. Sie bitten um Bereitstellung von 2000 Tonnen Heizöl. McCall, Sie sind vollkommen... Bereitstellung von 2000 Tonnen Heizöl in Tankern ab heute Nacht. Ach. Also gut, McCall, ich habe Sie verstanden. Die Abendzeitungen kommen bald heraus. Und da ich weiß, wie durchlässig die Telefonkabel zwischen hier und Buenos Aires sind, sehe ich im Geiste schon die Schlagzeile vor mir, dass die halbe britische Flotte vor Punta del Este liegt. Verzeihung, Señorita. Könnten Sie mir das übersetzen? Wie der Leuchtturmwärter von Punta del Este meldet, sind das Schlachtschiff Barham und weitere starke Einheiten der britischen Flotte zu Admiral Harbutt Geschwader gestoßen. Danke. Dieser Leuchtturmwärter muss gute Augen haben. Die Barham liegt im Trockendock in Gibraltar. Mr. Millington Drake. Ja? Warum verzögern Ihre Agenten jetzt das Auslaufen der Graf Spee? Erklären Sie mir diese veränderte Haltung. Exzellenz, die Haltung hat sich nicht verändert. Nein? Nein, sondern nur die Taktik. Meine Herren, es ist jetzt 10.15 Uhr vormittags. Am heutigen Tag, Sonntag, den 17. Dezember, läuft die Frist für die Graf Spee ab. Wenn sie bis 8 Uhr abends nicht ausgelaufen ist, wird sie von der uruguayischen Regierung interniert. Die Lage ist noch völlig ungeklärt. Im Augenblick sehe ich gerade, wie ein französisches Handelsschiff, die Côte d'Azur, den Hafen verlässt. Nach den Neutralitätsbestimmungen muss einem Handelsschiff 24 Stunden vorher Bescheid gegeben. Oder es muss 24 Stunden gewartet werden, bevor ein Kriegsschiff ihm nachsetzen darf. Die Graf Spee wird also so oder so gegen das Gesetz verstoßen, ob sie ausläuft oder nicht. Es wird gemunkelt, dass vor der Mündung des Rio de la Plata 5, vielleicht sogar 7 englische Kriegsschiffe auf sie warten. Ein weiteres Gerücht besagt, dass die Deutschen auch Verstärkung heranbringen, sodass eine Seeschlacht vielleicht noch viel größer als die am Mittwoch bevorsteht. Wir hatten alle damit gerechnet, dass die Graf Spee versuchen würde, bei Dunkelheit zu entkommen. Aber sie ist immer noch hier. Kapitän Hans Langsdorff hat die ganze Nacht mit seinen hiesigen diplomatischen Vertretern konferiert, um eine der wichtigsten Entscheidungen Deutschlands seit Kriegsbeginn zu treffen. Werden Sie dieses angeschlagene Schiff aus dem neutralen Hafen herausbringen? Wenn nicht, wird sie interniert, mein Lieber. Wird sie versuchen, nach Buenos Aires durchzukommen, oder wird es ein Kampf bis zum bitteren Ende? Sich abknallen zu lassen, das wäre keine gute Propaganda. Ich möchte wissen, wie Herr Dr. Goebbels sich da rausreden würde. Vor einer Stunde ist Kapitän Langsdorff auf sein Schiff zurückgekehrt. Er war fast 3 Stunden an Land. Der deutsche Gesandte, Dr. Langmann, hat ihn bis zum Quai begleitet. Und als sie sich verabschiedeten, hörte man, wie der Gesandte sagte, also bis morgen. Mr. Beasley von der Trevanian. Und Captain Darwin von der Afrika-Shell. Gut. Ich habe Sie schon mal gesehen. So? Wann? Auf der Graf Spee, durch das Ding hier. Als Langmann zur Beerdigung an Bord kam. Ja, das stimmt. Sie waren alle dabei. Ja, wir waren alle dabei. Wir wollten es gern. Das kann ich verstehen. In gewisser Hinsicht waren Sie Bordkameraden. Muss ja ein schreckliches Erlebnis gewesen sein. Das fand mein Affe auch. Seien Sie froh, dass es vorbei ist. Es wäre nicht schön, Sie an Bord zu wissen, wenn sie ausläuft. Meinen Sie, sie wird versuchen, auszubrechen? Sie kennen ja den Kommandanten besser als wir. Der wird kämpfen. Er ist ein guter Seemann. Achtung, hier ist Mike Fowler mit einem Bericht aus Montevideo. Nach den letzten Gerüchten wird der Graf Spee wahrscheinlich doch eine Fristverlängerung gewähren. Es ist prächtiger Sonnenschein hier in Montevideo. Ein selten schöner Tag. Der Horizont ist klar, aber die britischen Kriegsschiffe sind außer Sichtweise.
absolut fest, dass nicht weniger als 13 alliierte Kriegsschiffe, darunter das Schlachtschiff Renown und der Flugzeugträger Ark Royal, da draußen lauern. Allen Menschen liegt dieselbe Frage auf den Lippen. Wird die Graf Spee sich hinauswagen? Hier. Verschwinden Sie, Swanson. Von unserem Botschafter in Buenos Aires. Gerüchtweise verlautet hier, dass Graf Spee heute Abend ausläuft. Also, sie kommt raus. Wirklich? Was würden Sie tun, wenn die Graf Spee unter Ihrem Kommando stünde? Ich würde auslaufen, sobald es dunkel ist. Versuchen, unbemerkt die Bewachung zu durchbrechen und mich in den Seeraum absetzen. Aber wenn Sie mich stellen, würde ich bis zum Ende kämpfen. Würden Sie es nicht genauso machen, Sir? Klingt sehr einfach, aber ich möchte wissen, ob es Langsdorff auch so einfach vorkommt. Warum nicht? Er hat eine Menge Sorgen. Erstens weiß er nicht, was für Streitkräfte wir hier haben. Sorge Nummer zwei. Er kann sich zwar internieren lassen in Montevideo, aber Uruguay könnte auf unserer Seite in den Krieg eintreten und dann fiel die Graf Spee in unsere Hand. Unter Umständen käme er ja nach Buenos Aires durch. Aber die Fahrrinne ist sehr eng. Und seicht. Und schlammig. Wenn seine Kühlwassereintritte sich verstopfen, ist er erledigt. Ja, auslaufen wird er. Um welche Zeit, glauben Sie? Jetzt. In den nächsten 15 Minuten. Dann würde ich Anker aufgehen. Gehen wir und sehen uns an. Ein Kriegsschiffkommandant, mein lieber Freund, ist nicht nur Marineoffizier. Sondern was er tut oder nicht tut, wird dauernd beobachtet und kritisiert. Von Freund und Feind. Und Neutralen. Wenn wir ihn erst erledigt haben, brauchen wir keine Kritik mehr zu fürchten. Das ist gar nicht gesagt. Überlegen Sie mal, alter Haudegen. Wenn wir auf dem Rio de la Plata Feuer eröffnen würden, würde man uns beschuldigen, wir hätten die Neutralität verletzt. Stellen Sie sich mal vor, was Capuzzar ausmacht. Tja, die Entscheidung liegt bei Ihnen, Sir. Ja, danke verbindlich. Hallo, hallo, Mike Fowler bringt Ihnen jetzt einen weiteren Bericht von seinem Parkettplatz im Hafen von Montevideo. Ich hatte vorhin abschalten müssen, weil die gewaltigen Menschenmassen hier mein Mikrofonkabel zerrissen hatten. Aber dank der hilfreichen Polizei von Uruguay ist die Ordnung jetzt wiederhergestellt und das Kabel wieder repariert. Hier sind zwei für dich. Der gibt aber an. Wie Sie wissen, läuft die Frist, die der Graf Spee gesetzt worden war, heute Abend um 8 Uhr Ortszeit ab. Es ist jetzt 7.50 Uhr. Noch 10 Minuten. Die Aufregung, die hier herrscht, ist unbeschreiblich. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. So, Wuthorst, jetzt wird's ernst. Signal an Achilles und Cumberland. In Kiellinie folgen. Aye, aye, Sir. Signal, Dick. Heißt Signal 1. Und sollte es schief gehen, kann ich mir gleich einen Zylinderhut besorgen. Die Sonne geht unter, der Abend ist schön und klar. Alles, was in Montevideo laufen, fahren oder kriechen kann, ist am Hafen, um aus nächster Nähe dieses erste große Ereignis des Krieges mitzuerleben. Am Strand und auf den Dächern drängen sich mehr Zuschauer als bei einem Fußball-Länderspiel. Während des ganzen Nachmittags hat die Tacoma, das deutsche Handelsschiff, das sich dicht neben die Graf Spee gelegt hat, Leute vom Panzerschiff übernommen. Jetzt kann nur noch ein Himmelfahrtskommando an Bord dieses drohenden, unheilvollen Riesen, der hier vor uns im Hafen liegt, zurückgeblieben sein. Wir können die mächtigen Dieselmaschinen der Graf Spee laufen hören. Aus dem Schornstein steigt schwarzer Qualm. Entschuldigen Sie, ich muss einen Schluck Wasser trinken. Meine Kehle ist vor Aufregung ganz trocken. Meine auch. Pop, gib mir was zu trinken. Einen Moment, ich brauche einen Schluck Wasser. Meine Kehle ist ausgedörrt vor Aufregung. Hombre, la última botella, eh? Was, du auch? Grazie, Signor. Die gewaltige Menge, die heute Nachmittag noch so getobt hat, scheint auch die Stimme verloren zu haben. Alles starrt stumm und erwartungsvoll hinüber. Jetzt! Nein. Doch, ja, jetzt ist der Augenblick gekommen. Das Panzerschiff Admiral Graf Spee setzt sich in Bewegung. Ja, sie verlässt den Hafen. Mit eigener Kraft läuft sie aus dem Hafen hinaus. Gehen Sie auf 18 Meilen. 140 Umdrehungen. Kurs 270 Grad West. Faktor 10. Der Dampfer Tacoma folgt ihr nach. Ach du meine Güte, was wird jetzt geschehen? Bordflugzeug starten. Katapultplattform, Bordflugzeug starten! Wie gebannt stehen wir hier alle am Hafen, während das große Panzerschiff die Mole passiert.
Einige Leute winken. Ich sehe hier und da Frauen niederknien und beten. Niemand weiß, was Kapitän Langsdorff vorhat. Niemand weiß, was er für Befehle aus Berlin bekommen hat. Soll der Stolz der deutschen Kriegsmarine interniert werden oder soll die Spee in einem kurzen, dramatischen Kampf geopfert werden? Niemand weiß es. Aber wir sind uns alle darüber im Klaren, dass die deutsche Propaganda es sich unmöglich leisten kann, eine Schlacht zu verlieren, bei der die ganze Welt zusieht und Partei ergreift. Bordflugzeug an Aja! Gegner ändert Kurs, vermutlich auf Buenos Aires! Jetzt ist die Spee etwa 3 Meilen vom Hafen entfernt. Sie scheint auf anderen Kurs zu gehen. Ja, ja, sie nimmt Kurs auf die englischen Schiffe zu. Jetzt wird sie langsamer. Es sieht aus, als wolle sie stoppen. Ich glaube, sie stoppt jetzt. Jawohl, sie hat gestoppt. Das gewaltige Schiff liegt jetzt still. Ein Augenblick höchster Spannung. Eben berührt die Sonne den Horizont. Und durch mein Glas kann ich klar erkennen, dass eine Barkasse vom Panzerschiff abgelegt hat und auf die Tacoma zuhält. Das kleine Fahrzeug ist voll besetzt. Obwohl ich jede Bewegung verfolgen kann, liebe Hörer, ist es unmöglich vorauszusagen, was die nächsten Minuten bringen. Die Spannung ist auf dem Siedepunkt angelangt. Die wahrscheinlichste Vermutung ist, dass ein Himmelfahrtskommando an Bord geblieben ist, das gegen die gewaltige Übermacht kämpfen und im Gefecht gegen die englischen Schiffe untergehen soll. Eine gewaltige Explosion! Eine riesige Stichflamme schießt empor. Sie hat sich in die Luft gesprengt. Noch eine Explosion. Man spürt den Luftdruck bis hierher, 3 Meilen entfernt. Sie vernichtet sich selbst. Sie sprengt sich in die Luft. Noch eine Explosion. Und noch eine. Schwarze Rauchwolken quellen aus ihr heraus. Rote und gelbe Flammen lodern empor. Hören Sie, Sie können das Donnern und Krachen der Explosionen durchs Mikrofon hören. Es ist unvorstellbar. Ein gigantischer, flammender Hexenkessel. Ein gewaltiges, infernalisches Feuerwerk von einer grausigen Schönheit. Eine Detonation jagt die andere. Ungeheure Stichflammen schießen gen Himmel. Wir sind Zeugen des Todeskampfes eines gejagten Raubtieres. Unwillkürlich ducken wir uns alle vor den Druckwellen der Explosionen. Ungezählte Tonnen von Bunkeröl, Granaten und Torpedos zerfetzen den stählernen Rumpf in 1000 Stücke. Tonnen von Stahl werden in die Luft geschleudert. Der brennende Rumpf gleicht einem feuerschweinenden Vulkan. Bei Sonnenuntergang. Unvorstellbar. Ja, das wäre das, Wuthausen. Jawohl, Sir. Tee an Achilles und Cumberland. Viele Menschenleben wurden heute gerettet. Rufen Sie das Bordflugzeug zurück. Damit wir von Dunkelheit noch fertig werden.
Kapitän. Ich habe Order, Sie nicht zurückzuhalten, Kapitän Langsdorff. Und auch keinen von Ihren Leuten. Kapitän Langsdorff. Kapitän Duff. Man hat mir erlaubt, Sie aufzusuchen. Ich wollte Sie gern noch mal sehen. Seit wir uns verabschiedet haben vor 4 Tagen, hat sich für Sie allerlei geändert. Ja. Ich habe den Auftrag, sozusagen inoffiziell, Sie aufzusuchen, weil in Montevideo ein Gerücht umläuft, Sie seien mit Ihrem Schiff untergegangen. Zunächst muss ich für meine Leute sorgen. Glauben Sie mir, Herr Kapitän, alle, die Sie jemals kennengelernt haben, haben den größten Respekt vor Ihnen. Und ich kann nur eins sagen, von Mensch zu Mensch, selbst als Ihr Feind. Es tut mir leid, Sie in dieser Lage zu sehen. So ganz allein. Jeder Kommandant ist allein, Captain. Leben Sie wohl. Ich danke Ihnen. Das war das Ende der Admiral Graf Spee. Für ihren Kommandanten Hans Langsdorff gab es nur eines. Die Seemannsehre gebot ihm, das Ende seines Schiffes nicht zu überleben. Während der Gegner heimwärts lief, hallte im Quartier des Marinearsenals in Buenos Aires der Schuss, der dem Leben dieses von Freund und Feind hochgeachteten Mannes ein Ende setzte. Dieses Mannes, der ein Seemann war und ein Gentleman.